Schmeckt gut? Au, 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 au. Das lasse ich drin in der Aufnahme. Ich sag, das lasse ich drin in der Aufnahme. Ja, genau. Okay. 3, 2, 1. Hallo! Willkommen zurück zu Stardew Valley. Wir spielen weiter. Es steht zwar noch Hashtag Gamekiste November hinten dran, aber wir sind mitten im Dezember gelandet. Und es regnet und ich habe meine Küche und ich habe meine Küche und ich habe meine Küche, ich habe meine Küche und ich stelle es mal um. Oh, es regnet. Um euch auch mal diese Information zu geben, es regnet. Ach ja, ach, du hast deine Küche schon? Warum haben wir denn schon wieder 10.000? Fuck you, Sing. Oder haben wir so viel Geld mittlerweile schon wieder gesammelt? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mir auf jeden Fall jetzt endlich die Gießkanne craften. So, das mache ich nämlich jetzt auch. So, hier erstmal alles wieder ernten. Wir haben... Oh, was ist das denn? Tomaten! Wir haben mittlerweile den 24. Sommertag. Das bedeutet, in 4 Tagen geht hier alles kaputt und dann können wir endlich unsere Felder umbauen mit Sprenklern und so weiter. Da freue ich mich schon sehr drauf. Wir müssen jetzt nicht gießen, worauf ich mich auch freue. Ja, ich hasse ja sowieso gießen. Wobei, seitdem du die Maussteuerung hast, ist es ja auch gar nicht mehr so schlimm bei dir. A Strawberry. Hast du eine Strawberry noch? A Strawberry? Sorry. I don't know. Dann schau mal bitte nach. Weil ich habe eine Quest, da soll ich eine Erdbeere abgeben. Momento. No. Na gut, dann gebe ich sie nicht ab. Jetzt erstmal die... It's locked. Oh, ich hab's vergessen. Ach, okay. Dann gehe ich erstmal zum Strand. Oder weißt du was, ich angel kurz. Die Stunde, die ich warten muss, kann ich mit Angeln verbringen. Warum nicht? Entschuldigung. So, ich habe jetzt mal Spiegelei gemacht. Mit einem Ei, um nur zu sehen, was es gibt. Also, Warte mal, bevor du das Spiegelei dann verkaufst. Habe ich schon. Okay. Hast du noch ein Ei? Zur Not? Jetzt habe ich noch ein Ei. Dann warte bitte. Warum? Weil es sein kann, dass wir ein Spiegelei für das Clubhaus brauchen. Community Center, warte mal kurz. Bulletin, Chef's Bundle. Ja, ein Spiegelei bräuchte ich bitte. Mache ich dir. Danke. Ah, ich kann nochmal angeln. Ich habe bis jetzt nur Algen geangelt, kein Fisch. Das ist doch auch mal sehr, sehr toll. Ich muss jetzt erstmal umstellen. Die Scheiße, wie die hier so steht, gefällt mir mal gar nicht. Perfekt! Und was habe ich gekriegt? Chat. Brauchte ich das irgendwo für? Chat? Fischtank. Chat! Ha! Sehr gut! Ich habe einen Fisch gefangen, den ich für unseren Community Center gebrauchen kann. Sehr nice. So, bitte einmal Process Geodes. Stein, super. Ja, danke. Hey. Was ist das? Das ist was Neues. Ghost Crystal. Cool. Und Upgrade Tools. Ich hätte gerne eine Copper Watering Can. Dankeschön. Also ich habe jetzt erstmal keine Gießkanne. Du hast keine Gießkanne? Richtig. Das heißt, ich muss gießen. Richtig, aber heute ja nicht. Ist ja schon mal positiv, oder? Muss immer mit einem positiven Gefühl in den Tag gehen. Heute musst du nicht gießen. Das ist doch schon mal was. Und es wird ja auch immer weniger dadurch, dass der Sommer bald zu Ende ist. Und zum Anfang des Herbstes habe ich dann auch wieder
Ach so, ich wollte den Fisch abgeben. Habe ich dann auch wieder. Weißt du? Meine Gießkanne. Ja. So, hier war das. River, Fish Bundle, Chat. Klick. Was wollte ich noch nachgucken? Genau, Tomaten und sowas. Haben wir das alles schon abgegeben? Weißt du das? Haben wir das Bundle schon komplett gehabt? Mit Tomaten und so? Es tut mir leid, keine Ahnung. Gut, da muss ich halt wieder alleine nachgucken. Hier ist auch alles leer. Okay, es scheint so, als wenn wir das schon haben, dann haben wir wieder ein bisschen Kohle. Oder wir machen hier Tomatenzeugs hier und Pepperfruitzeugs. Ah ne, das war gar nicht. Doch, war nicht so gut, ne? War das gut? Was? Dieses, wenn man Tomate in dieses Ding packt oder Hot Pepper? Tomate haben wir nicht ausprobiert und roter Pfeffer, ich glaube, das hat 200 noch was gemacht. Und entschuldige mal ganz kurz dafür, dass ich gerade total still bin. Ich konzentriere mich gerade auf etwas. Ich crafte gerade für mein Anwesen. Ich brauche mehr Holz und mehr Stein, dann könnte ich uns einen Kuhstall bauen. Hab ich. Ich bräuchte 200 Holz und 20 Steine. Hab ich. Sehr gut, dann komme ich mal schnell zur Farm und hol mir das ab. Weißt du, wie wir das machen könnten? Wir könnten uns draußen eine Kiste bauen. Und da können wir dann theoretisch immer miteinander tauschen. Hab ich. Gut. Ja, also, sorry. Ich habe das genau gerade vor. Ich habe gerade eine Kiste gemacht, die ich draußen... Ich weiß nicht, ob du die dann siehst. Klar, hast du in deiner Hand. Warte, ich mach das... Kann ich die hier hinstellen? Oh, da ist eine Mayo. Nicht verwechseln. Guck mal, die Dinger sind hier alle leer. Soll ich da mal was reinmachen? Ja, kannst du machen. Ich habe den gerade ausgeleert. So. Den Rest verkaufe ich. Hast du da jetzt die Sachen rein? Was? Ja, Stein und Holz. Ich hol die gerade. Chill mal dein... Mein Gott, bist du langsam. Ich hab volles Inventar, du Lutscher, weil ich mir gerade... Du Lutscher, was? Hast du alles voll gemacht jetzt? Ach, du bist doch ein Giftzweck, bist du ja. Warum? Weil ich noch was in meinem Kopf hab. Also in meinem Kopf, nicht in meinem Kopf. Ja, was? Luft oder was? Ich würde jetzt was sagen, aber das kann man das vielleicht in der Aufnahme als düt, düt, düt machen, weißt du schon? Ja, hast du doch gerade. Reicht doch. Okay. Ich kaufe uns einen Kuhstall ohne Kühe, das ist aber egal, Hauptsache der Stall wird gebaut. Die Kühe kommen dann nach und nach. Ich meine, wir müssen ja sowieso erstmal den Stall haben, ne? Oder? Ja. Aber Kuhstall ist wichtig, ne? Erstmal Kuhstall jetzt. Ja. Hä? Ja. Oder? Ja. Okay. Construct Farm Buildings. Barn. Build. Wo bauen wir denn hin? Achso, ja, 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 da. So? Ja. Dass wir dann hier wieder... Vielleicht so, dass wir dann die Kühe, die Katze auch rauslassen. Ja, okay. Dann so. So? Ja. Dann ist der, hat der Hund keine Chance mehr. Ja, so. 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 Okay. Okay, I'll start working on your new barn with things tomorrow morning. Okay, danke. Warum fängt ihr jetzt sofort an, die Olle? Warum fängt du nicht sofort an? Könnt ihr auch sofort anfangen? Finde ich nicht gut. Was machen wir denn jetzt noch mit der angebrochenen Zeit? Ich glaube, ich gehe noch mal in die Mine. Da war ich schon lange nicht mehr. Nur jeden Tag. Ich habe das mal in der Aufnahme verfolgt. Ich bin echt fast jeden Tag in der Mine. Es tut mir leid, aber man muss dazu sagen... Mir tut das gar nicht leid. Kein bisschen. Ich kämpfe halt einfach gerne und es gibt unglaublich viel Zeugs da unten. Also warum soll mir das leid tun? Kein bisschen tut dir das leid. Ding. Außerdem haben wir jetzt ganz viele Steine verbraucht, da können wir mal ein paar neue holen. So. Money, money, money. Na, 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 na.
Na, 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 na. Oh Gott, es hat ein kleines Ding hier. Da ist aber die Treppe. Ach so, genau, wegen Treppe. Da wurde ich gefragt. Oder wurden wir gefragt, wohl eher. Echt? Wurden wir gefragt? Ja. Wir wurden gefragt. Wie das aussieht. Man hätte ja manchmal mehr als eine Treppe. Und ob die dann in unterschiedliche Räume oder Bereiche führen würden, da ist natürlich das Problem, dass man das nicht sagen kann, weil man kann ja nie den anderen Weg gehen. Also du kannst ja schlecht einen Weg runtergehen und dann sagen, oh nee, der gefällt mir nicht, ich gehe jetzt einen anderen Weg. Kann man nicht? Nee, geht ja nicht. Wenn du rauf gehst, dann gehst du ja wieder an den Anfang. Weißt du doch. Ja. Ja. Hast du doch dann gerade im Prinzip deine Frage selbst direkt beantwortet. Okay. Was? Ja, auf jeden Fall, das kann man natürlich nicht nachvollziehen. Aber ich glaube, oder meine Vermutung ist, dass man, egal welche Treppe du nimmst, du kommst einfach nur ins nächste Level. Es spielt keine Rolle, welche Treppe du nehmen würdest. Boah, sind hier viele Skelette. Schon sehr viel Leben deswegen verloren. Ich sortiere in der Zwischenzeit meine Kisten und ordne mal ein bisschen und ja, was man halt so macht. Ach, da ist schon ein Gang nach unten. Brauche ich ja gar nicht mehr suchen. Ich brauche gar nichts machen, dann ist da schon eine Leiter nach unten. Das ist interessant. Wir müssen eigentlich mal für dich die neue Tasche kaufen, ne? Dass du auch 24 Plätze hast. Oder hast du schon 24 Plätze? Nein. No, hab ich nicht. Dann können wir das ja so machen, dass du dir, sobald wir 5000 haben, dann erstmal die nächste Tasche kaufst. Was hältst du davon? Was sind die 5000? Ja. Außer du willst sie nicht haben, dann lass das halt sein. Aber ich würde mal sagen, grundsätzlich ist das ja eine Erleichterung, ne? Hat die nicht 2000 gekostet? Nee, ja, kann auch 2000 gewinnen. Guck halt nach, der Laden hat noch auf. Nee, es ist 6 zu 10. 6 zu 10, Mama! Warte mal, was haben die den ganzen Tag gemacht? Also, ich weiß, was ich gemacht habe. Ich habe einen Kuhstall gebaut. Das macht man nicht mal eben so. Und bin jetzt hier in der Mine. Erfolgreich, muss ich sagen. Aha. Er nennt es erfolgreich. Ich werde gerade auf meinem Handy zugespammt. Oder ich werde angerufen. Egal, was es ist. Ich interessiere mich gerade noch nicht dafür. Ich glaube, ich werde angerufen. Ja, du bist angerufen, es vibriert bis hierher. Krass, ne? Ich höre auf mein Bein. Ich denke mir so, Alter, ganz schlimm, kann ich ja mal erzählen. Bei uns in der Firma, ne? Wir haben ein Großraumbüro. Und ganz schlimm sind so Leute. Zum Beispiel, jemand ist nicht da oder schon Feierabend gemacht oder keine Ahnung, krank oder was weiß ich nicht. Und die rufen dann auf das Telefon an, weil sie es nicht wissen. Ist ja in Ordnung. Aber wenn man nach dem dritten Mal klingeln noch nicht dran geht, braucht man nicht noch weiter klingeln lassen, sodass alle Umliegenden, die dann da arbeiten wollen, einfach noch mitgestört werden. Da gibt es dann so Leute, die dann einfach 20 Minuten lang, oder das ist ein bisschen übertrieben, aber bestimmt anderthalb Minuten klingeln lassen. Nur um sicher zu gehen, dass da wirklich keiner dran geht. Wo ich mir so denke, Alter, komm klar auf dein Leben. Dreimal klingeln, geht keiner dran. Dann, ich meine, man hinterlässt doch automatisch so einen Rückruf, so, weißt Aber ich kenne viele so. Zum Beispiel, hallo Mom. Meine Mom ist ja auch so, sie telefoniert so lange, also sie lässt so lange klingeln, bis einfach automatisch der Anrufbeantworter ist. Und das ist ja auch eigentlich, glaube ich, nach 10 Mal oder 11 Mal klingeln oder so. Boah, schrecklich, ja. Ich meine, wenn man da. Wie
wenn man jetzt hier so zu Hause irgendwo anruft, okay, ist das nochmal was anderes. Aber bei uns sitzt du ja direkt am Telefon, weißt du? Ist halt, das ist dein Schreibtisch, hast dein Telefon. Wenn du dran gehst, gehst du dran. Wenn nicht, wenn dann nicht, weißt du? Da gibt's keine Alternative. Und ich kann mir schon vorstellen, warum ich hier gerade auf mein Handy angerufen würde. Das wird bestimmt meine Mom sein, die von dem Unfall auf der A46 jetzt gehört hat. Und weiß, dass wir heute bei der Oma waren, die ja auf der A46 Richtung wohnt. Und denkt sich jetzt, scheiße, da war ein Unfall. Nicht, dass die das waren. Will ich mal hören, ob es denen gut geht. Hundertprozentig wird das sowas sein. Ja, der Unfall sah richtig übel aus. Ja, das war echt heftig. Zwei Autos, voll zusammengestoßen. Einen mussten sie mit Säge und allem rausholen und war schon nicht so schick. Hey, cool, wieder eine Belohnung. Firewalker Boots. Ja, wie geil ist das denn? Was können die denn? Boah! Krasse Scheiße. Cool. So, wir fahren mit dem Aufzug wieder nach oben. Ich würde dann sagen, wir machen dann hier die Folge noch und dann rufe ich mal kurz zurück, wie sich das gehört. Wie gesagt, also wenn ihr irgendwie mit Leuten im Büro arbeitet und ihr wisst, dass die Leute halt das Telefon eigentlich immer in greifbarer Nähe haben, lasst dreimal klingeln und haut dann ab. Hört auf, lasst die Leute in Ruhe arbeiten, das ist ganz schlimm. Vielleicht werden das auch einige von euch kennen und können ja in die Kommentare schreiben, ob sie dann ähnliche Erfahrungen gemacht haben und so, aber das ist wirklich das Schlimmste für mich. Die ganze Zeit bimmelt da irgendein scheiß Telefon. Und auch geil sind die, die dann alle 5 Minuten anrufen und anderthalb Minuten klingeln lassen. Ich meine, da steht ja dann, wer angerufen hat. Da hat man die Nummer, ne? Ich meine, selbst auf dem Handy sieht man ja dann die Nummer, wer angerufen hat. Außer sie wurde unterdrückt, aber... schlimm. Ja, ja. Oder? Ja. Ja. Finde ich auch. Muss man auch mal gesagt haben jetzt. So, was packe ich denn da rein? Ich packe da rein das Zeug, das Zeug, das Zeug. Den Rest... ah ne, da war noch Schleimzeug. Das kann auch weg. Wenn du mal eben in der Kiste guckst, ich habe dir da was hinterlassen, aber nicht alles rausnehmen, sondern ich mache die Kiste jetzt einfach so als Allgemeinkiste. Okay. Ach so, genau, das Ei. Ja, das ist gut. Ja, weißt du was, dann packe ich doch da einfach auch die Sachen hier rein, die wir haben. Müde. Bett. Ich habe übrigens auch was für dich in die Kiste reingetan. Das sind Schuhe. Kannst du ja mal anziehen dann. Yes. Okay. Wir machen dann eben kurz einen Cut, was? Ja, ich meine, wir wollten ja... wir machen ja eine Folge und dann machen wir jetzt kurz... wir gehen jetzt eben schlafen, gucken, wie viel Geld wir verdienen. Dann beenden wir kurz die Folge und dann... dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Ja, dann bis zur nächsten Folge. So, wir verdienen 1800 Gold. Wie viel? 1800, ist also nicht so viel. Ansonsten ist nichts passiert. Ganz ehrlich, wenn ich pro Tag 1800 Gold machen würde, wäre ich Millionär. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss.